Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Expeditions Viking. Wir sind hier mit verminderter Stückzahl in den Sumpf zurückgekehrt, um unsere Aufgabe nochmal neu aufzunehmen, uns mit diesen Riesen zu prügeln. Ja, das ist zumindest unser Wunsch. Ja, verminderte Stückzahl bedeutet einfach, wir haben Gunnar verloren, der uns ein Schiff verschaffen konnte, das wir tauschen konnten gegen Ware oder Holz. Ich glaube, wir haben es verholzt. Haben wir es verholzt oder hatten wir es wirklich verkauft? Ich glaube, wir hatten es verkauft. Ich glaube, verholzen wäre günstiger gekommen für uns. So, wir kommen aus der Südrichtung auf diese Riesen zu. Und so wie es aussieht, haben nur zwei Gegner überlebt. Die anderen beiden sind dann dahin gerafft worden. Der Hund und Duiri. Naja, umso besser für uns. Wir haben ja schon gemerkt, dass die uns waffentechnisch etwas überlegen waren. Ich bin ganz froh, dass wir ihn momentan ausschalten konnten. So, wir haben den ersten Schuss. Ich glaube, das schnelle Hundegetier... Achso, ne, wir haben gar keinen Schuss. Das Hundegetier hätte ich ganz gerne aufgehalten. Edis, bitte Frontstellung einnehmen. Mit Aslife. Ein Glück, dass ich ihn habe überleben lassen. So, hier Bogenschützen an die Stelle. Nefia hierüber. In Deckung und natürlich unsere liebe Roskva in zweite Reihe. Ah, ich habe es mir schon gedacht. Der Hund kommt auf uns zu. Aslife lässt sich auch noch beißen. Und Duiri will uns umrunden. Keine gute Sache. Okay, unser Ketil hat den stärkeren Bogen. Bedeutet für mich, wir lassen hier entdecken. Also wir wollen hier dafür sorgen, dass er seinen Schild hebt. Wir machen ein bisschen Streuschuss auf ihn. Scheint nicht unbedingt viel zu bringen. Sollen wir uns ein bisschen motivieren? Verspotten, Gift, demoralisieren. Ja, das sollte wirken. Edis könnte hinterher stiefeln, aber ich glaube, wir nehmen die Möglichkeit erstmal wahr, den Hund zu umrunden. Damit haben wir ihn in der Zange und versuchen ihn jetzt möglichst schnell in Stücke zu hacken. Aslife, richtig. Großartig. Und tot. Also an sich... Das darf nicht wahr sein. An sich bin ich ja nicht dafür, dass man die Tiere tötet. Aber in diesem Fall mache ich mental eine Ausnahme. So, und hier machen wir einen langen Stich, weil wir drankommen. Demontieren etwas den Schild, wenn möglich. Hier können wir nochmal schießen. Ich nehme den Lähmenschuss. Nicht, weil ich Schaden machen will, sondern einfach, weil ich diese Sachen mal ausprobieren möchte. Aber wenn er ein Schild hat, blockt er so ziemlich alles. Das macht keinen Spaß. Unterbrechung. Wir könnten ihn relativ genau treffen. Und wenn wir Schnellschuss machen, haben wir gar zwei Schüsse auf ihn. Und wenn die Dinger treffen, ist der ganze Kampf erstmal vorbei. Ansonsten... Er kann doch nicht alles mit dem Schild abwehren. Doch, kann er. Hilfe. Einfach mal die Position wechseln. Das Ganze etwas auffächern, damit die anderen hier auch durch können. Nefia zum Beispiel. Bitte in die Front. Und sie darf jetzt schon mal näher rücken. Oh, Aedes, du bist jetzt über den Hund gestolpert.
Warum? Okay, schauen wir an, was er mit uns macht. Wappnen. Er repariert sein Schild. Interessant. Nefia macht die Wege frei. Edis. Komm her. Aslife. Ach, entfesselt. Wir sind wieder da. Ah, könnte ich schlagbereit machen, aber er kommt nicht auf Aslife zugelaufen. Dann würde ich sagen, wir haben nochmal die Möglichkeit für Streuschuss. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt dazu, dass er seinen Schild hebt. Nö, er hat keine Lust drauf. Lähmungsschuss wird wohl nichts bringen. Er hat ja sein Schild noch. Schildhacken kann auch erstmal nichts machen. Wir können hier den Schutz aussprechen. Und Nefia zerstört nochmal ein bisschen Schild oder Lebenspunkte des Feindes. You just Lebenspunkte, realized sehr you're schön. outclassed, didn't you? Wir können ihn nochmal demoralisieren. Einfach, weil es geht. Und der Rest könnte natürlich jetzt hinterher stiefeln. Ich warte nochmal ab, aber wir können Aslife trotzdem etwas näher ziehen. Damit er einfach weiß, der Riese, dass er eigentlich keine Chance hat. Und ansonsten versuchen wir es nochmal mit gezieltem Streuschuss. Vielleicht kommt ja auch mal ein Schuss durch. Nur per Zufall vielleicht. Nein. Selbst das funktioniert nicht. Verspotten. Na komm, verspotten wir ihn. Das heißt, er wird jetzt hier irgendwie versuchen vorbeizulaufen, um da hinten hinzukommen. Hoffe ich zumindest. Nee, er will sich durchprügeln. Na gut. Aslife, anrücken. Trab an. Und jetzt, mach tot. Ja, richtig. Wir können hier mal das Ding ausprobieren, den Schildhebler. Und jetzt sollten wir ihn eigentlich totschießen können. Das machen wir natürlich selbst. Den Ruhm, den gönnen wir uns. Wir müssen ja als Vorbild fungieren für unsere Truppen. Ha! Oh Gott. Nichts Schlimmeres passiert. Also ich bin ganz zufrieden, bis auf die Rüstung von Nefia, die zerstört wurde. Bärwal. Das scheint ein großer Schild zu sein. Den Hund können wir plündern. Okay, ein bisschen Fleisch. Das ist nicht verkehrt. Und hier liegen noch drei Beutelchen rum. Heulende Hexe. Eine interessante Axt. Entsteller. Noch eine interessante Axt. Alles Waffen für den Gunnar, den wir nicht mehr in unserer Truppe haben. Ach Mist. So, da gibt es noch ein Fass, das wir nicht geleert haben, das aber schon leer ist. Tja. Haben wir jetzt unsere Aufgabe abgeschlossen und alle Unholde hier aus der Gegend besiegt? Sumpfungeheuer, kehre zur Jarl zurück. Okay. Prima. Endlich. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Es wurde auch Zeit. Kann ich hier irgendwo. Hier irgendwo hin, wo ich nachher reisen kann. Auf der großen Karte meine ich. Ich möchte nicht unbedingt immer übers ganze Feld laufen müssen. Ich mach's anders. Aha. Kleines Haus. Dann gehen wir immer hierher. Im zweiten Anlauf mit verminderter Feindzahl hat es dann doch geklappt. Allerdings hat sich unsere Truppe ja auch
wie gesehen in letzter Folge, etwas reduziert. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt unsere Aufgabe erfüllt. Wir werden jetzt versuchen, wieder unsere Leute auszuheilen. Ihnen Sachen beizubringen zum Reparieren, zum Verbessern, Befestigen und so weiter und so weiter. Wir brauchen mehr Gefolge. Ganz einfach, wir brauchen mehr Gefolge. Da können wir hier reparieren, die anderen Wache schieben, wieder andere Fleisch pökeln oder braten oder jagen. Einfach, dass jeder da beschäftigt ist und alles abgedeckt ist, was gemacht werden muss. So, ich schaue gleich auf die Karte, weil sonst verlaufe ich mich. Das ist mir schon gedacht. Ich werde nämlich jetzt gerade ausgestartet. Aber, so, unsere Karte sagt, wir müssen hier runter. Zu Nuki und Konsorten. Der Jarl sollte jetzt, diese Dame, sollte jetzt endlich von uns begeistert sein. Da wir doch ihre Handelswege gesichert haben. Ragnhild, die Weiße. Ragnhild, die Weiße, steht höflich auf und ergreift dein Handgelenk, als du zu ihr kommst. Willkommen in Ribe, Loki. Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs? Der Sumpf ist sicher. Niemand wird dort mehr verschwinden. Wirklich? Was hast du denn dort vorgefunden? Üble Riesen aus Utgar. Ja, wir haben sie erschlagen. Aber die Schlacht hat das Zeug zur Legende. Ja, komm, prahlerisch sollten wir sein. Wir müssen ein wenig für uns Stimmung machen. Entstellte Menschen, die sind jetzt tot. Das klingt irgendwie nicht so prickelnd. Riesen. Es waren Riesen, die waren halt extrem groß. Das nehme ich. Sie hebt die Augenbraue und sieht dich einen Moment lang verblüfft an. Das glaube ich gern. Gott sei Dank glaubt sie uns das, das wäre peinlich geworden, wenn nicht. Toleriert in Ribe. Ja! Yeah. Jedenfalls hast du Ribe einen großen Dienst erwiesen. Hab Dank, Sohn des Sigthorn. Hier hast du die versprochene Belohnung. Wir sprechen uns später. Fertigkeitspunkte haben wir auch noch erhalten. Wenn du Rat suchst, komm ruhig wieder zu mir. Ich habe stets ein offenes Ohr für meine Kollegen. Ja, sie ist eine Strippenzieherin. Sie ist nicht mehr für den Kampf geeignet. Dafür hat sie wahrscheinlich zu viele Jahre gesehen. Aber sie hat das Ränkespiel perfektioniert. Könnte ich fast schon schwören, dass die auch eine Strippenzieherin ist und wahrscheinlich noch gefährlicher als unser eigentlicher auserkorener Feind. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, so auserkoren kann er nicht sein, aber ihr wisst schon, das Nachbarvolk, das uns Gunnar damals auf den Hals gehetzt hatte. So, wir sind zurück. Und wir dürfen uns endlich Söldner anheuern. Markt in diese Richtung. Wir wollen nur am Markt vorbei, nicht drauf Handel treiben. Es sei denn, wir müssen nochmal zurückkehren, um Geld zu kriegen. Da ist das Trainingscamp. Da können wir Söldner anheuern. Die Frage ist natürlich, wie viele Söldner können wir anheuern mit unserem Vermögen? Wie würden denn überhaupt mitkommen? Wie viele sind überhaupt im Angebot? Ragnhild, die mächtigste Frau Dänemarks, besitzt ein zweites Langhaus, das ausschließlich für die Gefolge bestimmt ist. Krieger aus dem ganzen Norden kommen hierher, um Arbeit zu finden und mit ihrem berühmten Huskarl zu trainieren. Du erkennst Skallagrim. Denn er war Gast bei deiner Trauerfeier um deinen Vater. Der hochgewachsene Mann ist Ragnhilds Bannermann und ihr Geliebter. Er weicht nicht von ihrer Seite, außer wenn er hier rumsteht und das Training leitet, während sie im Haus die Regierungsgeschäfte macht. Er hebt die Hand zum Gruß. Aber hallo, Loki. Ich habe mich bei deinem Festmahl sehr wohl gefühlt.
Vor allem das Spektakel, das du am Ende geboten hast, hat mir gefallen. Du kämpfst gut. Das war eine schöne Feier, die mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wenn ich mal wieder etwas zu feiern habe, werde ich dich einladen. Ja, das klingt nett. Dass gerade du das sagst, bedeutet mir besonders viel. Ich habe gehört, dass du und Ragnhild auf Bravelia gegen ein Dutzend von Haralds Kriegszahns Buskals gekämpft habt. Ja, genau. Hi, Lokael, Skaladgrim. Wie läuft's denn so? Nein? Die beiden sind eigentlich nette Antworten. Ich werde ihn einfach nochmal einladen. Das andere hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das höre ich gern. Ihr da oben ins Gier wisst, wie man Met braut. Das muss man euch lassen. Derart köstliches Gebräu hat es in sich. Doch ich trotze gerne der Gefahr. Schön. Aber erzähl, was bringt dich denn heute nach Ribe? Ich möchte eine Mannschaft für mein Schiff anheuern. Oh, und ich brauche natürlich Gefolge. Ganz gute Krieger für mein Gefolge. Irgendwas, was taugt. Ich nehme zuerst mal das Gefolge. Vielleicht kriege ich ja Gefolge, so wie hier Aslife und Ketil und so weiter. Oder ich kriege wirklich nur Männer, die ich anheuern kann. Ich nehme die zweite Antwort. Ei, dann bist du ja genau am richtigen Ort. Sag mir einfach, welche Art von Leuten du suchst. Und ich werde dann ein Stellenangebot veröffentlichen. Ich sag dir, was wir brauchen. Lass mich jetzt mal. Ich sag dir, was wir brauchen. Echt? Grandios. Hier können wir tatsächlich neue Leute wählen. Bestehenden auswählen. Erstellen. Ah, hier kann ich einen Gefolgsmann erstellen. Bauge, kann man da irgendwas anderes nehmen? Ha, Gandalf. Na genau, Gandalf. Wir nehmen Gandalf. Ich kann mir echt mein eigenes Gefolge zusammenknöppeln? Na, wie lustig ist das denn? Ich werde nicht viel an seinem Aussehen rumoperieren. Das ist mir eigentlich zu doof an der Stelle. Aber ich kann ihn wirklich nach Gutdünken zusammenknöppeln. Was kosten denn die da? Das ist eine ziemlich interessante Frage. Okay, was habe ich? Ich habe keinen Berserker-Typen. Das heißt, ich brauche jemanden mit etwas mehr Kraft auf der Brust. Kann ich da noch? Nee, höher als 10 geht nicht. Er braucht nicht sonderlich geschickt zu sein. Er müsste halt noch relativ viel einstecken. Kann ruhig blind sein wie ein Fisch. Das machen die anderen für ihn. Blinde Raserei. Ah, komm, Geschicklichkeit brauchen wir nochmal. Ganz blind sollte er nicht sein. So, das klingt doch mal gut. Ein richtiger Prügler, der vorne an der vordersten Front meucheln und morden kann. So. Blutrausch. Rächer. Gibt 10% Schaden gegen Feinde, die einen Verbündeten bezwungen haben. Dafür müsste erstmal einer bezwungen werden. Das ist echt schon schlecht genug. Gibt mehr Schaden gegen geplagte Feinde. Blutdurst. 10% Schaden. Ausweichen. Halbiert die Chance der Gegner auf kritischen Treffer. Das ist vielleicht schon mal nicht schlecht. Für einen Prügler an vorderster Front. Das nehmen wir. Körperliche Resistenz um 10%. Habe ich jemanden, der... Ich habe jemanden, der jagt. Das ist Ketil. Ich habe jemanden, der Kräuter mischt und Heilsachen macht. Das ist die Roskva. Suppe kocht die Eddies.
Heilung macht auch die Eddis. Hexenkunst ist nicht für dich. Segnung. Galda. Galda. Kriegsschrei, ja genau. Fallen entdecken, das macht Ketil. Das hier wird wahrscheinlich wirklich der reine Prügler. Er lernt Tritt, weil es kann. Große Vorhersehung, nächster Angriff wird automatisch ein kritischer Sturmangriff. Das ist für einen Berserker vielleicht gar nicht schlecht. Ich müsste auch mal wählen, welche Waffe ich da haben will. Unbewaffnet eher nicht. Axt. Dänenaxt. Das ist so eine Zweihandwaffe. Messer. Schild. Oder Schwert. So eine Dänenaxt. Als Zweihandwaffe aus zweiter Reihe. Dann bräuchte er kein Schild. Aber das bringt ihm ja nichts, wenn er. Wenn er wirklich ein Berserker sein soll in der ersten Reihe. Ich könnte ihn zum Axtkämpfer machen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Und er kriegt noch den Schild dazu. Damit er ein bisschen was taugt. Werfen braucht er nicht. Betäuben vielleicht. Sturmangriff. Das kann nützlich sein. Mehr Schaden und so. Zwei Waffen eher nicht. Wir brauchen mehr Schilder an der Front. Finte. Unterbrechen. Unterbrechen ist eigentlich immer eine gute Sache. Hat er aber schon. Was können wir noch lernen? Verspotten eher nicht. Heilkunst nicht. Fallen entdecken brauche ich auch nicht. Unterstellen. Führung eher auch nicht. Heilkunde wäre ganz nett, aber das kann er nicht. Das hat er nicht gedacht. Konstitution. Wunderbar. Kochen braucht er nicht. Handwerk. Vielleicht die Fähigkeit, Waffen herzustellen. Ich habe noch keinen Waffenschmied. Jedenfalls keinen bewussten. Diplomatie braucht er nicht. Bewachen. Ich brauche Wächter. Und wenn er schläft. Vollständig ausgeruht, okay. Das ist echt super, weil dann kann er wirklich die meiste Zeit Wache schieben. Jagen braucht er nicht, pökeln vielleicht. Reparatur. Ich habe keinen Tüftler. Auskundschaften ist auch nicht so gut. Ich glaube, der braucht mehr Kampffähigkeiten. Einfach damit er ein Monster im Zweikampf werden kann. Fechtgunst. Lernen wir Fechtgunst. Reduziert. Nein. Gewährt 5 Prozentpunkte Fernkampfschadensreduzierung. Jo. Das lernt er auch. Gunst des Schicksals. Ja, mehr kritische. Wiederherstellung 20% mehr Lebenspunkte, damit er länger durchhält. Abgehärtet. Das ist so ein richtiges Kampfmonster. Nachteule vielleicht nicht unbedingt. Wendig. Gelegenheitsangriffe machen auch benommen. Jo, kostet nichts, nehmen wir mit. Wendig. Mächtiger Tritt. Flinke Füße. Flinke Füße. Unerbittlich. Wird eine Chance dazu von 5% eine zusätzliche Aktion zu erhalten.
glaube, eine zusätzliche Aktion klingt nett. Wendig wäre vielleicht noch ganz interessant. Dickhäutig. Dickhäutig. Sehr interessant für jemanden, der vorne an der Front stehen muss. Okay, dieses schmächtige Kerlchen, das nehmen wir mal mit. Ich kann... Achso. Ich kann hier mein Gefolge auch nochmal größer schalten. Was können wir denn noch brauchen? Wir erstellen uns noch ein paar. Dann nehmen wir auch mal noch ein paar Mädels mit. Ja. Kräftige Naturgestalt. Die bleibt mal so. Wir brauchen, ganz kurz gesagt, etwas Unterstützung für Roskva. Sie ist zwar schon unsere Heilerin, aber wir können da eigentlich noch ruhig ein bisschen mehr gebrauchen. Reparatur. Pökeln sollte sie können und Diplomatie vielleicht, nein. Heilung und sowas. Ich habe niemanden für Kunsthandwerk, ist mir gerade aufgefallen, und Rüstungsschmieden ebenfalls nicht. Handwerk Stufe 1, wo ist Handwerk? Reparatur, Handwerk. Handwerk? Was war denn Handwerk? Ah, Handwerk Stufe 1. Verbessern. So, dann wird das unsere Rüstungsdame. Und Handwerk Stufe 3. Das heißt, sie wird sich damit ganz viel auskennen. Handwerk reparieren, Reparatur und richten. Und natürlich Kunsthandwerk. Sobald wir soweit sind. Hexenkunst. Wenn ich noch jemanden habe, der Medizin herstellt, dann kann Roskva mehr heilen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Sie wird da ordentlich beschäftigt sein. Dann lernt sie am besten auch noch Schildkampf. Und sie darf dann auch ein Schwert führen. So. Sie kriegt Schwert und Schild. Braucht hier von den Sachen, glaube ich, nicht so viel. Da kann sie sich nämlich gleich noch in das andere, in den anderen Bereichen hier austoben. Hier Hexenkunst vielleicht steigern oder so. Was braucht man denn dafür? Punkte? 100 Punkte? Na, das wird erstmal nicht passieren. Kampffähigkeiten. Könnte sie vielleicht auch noch gebrauchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie angegriffen wird. Einsamer Wolf, und das sollten wir vielleicht mal lassen. Na, Schleichangriffe wird sie wohl auch nicht machen. Aber hier braucht sie sich nicht so wirklich gut auszutoben. Mehr Trefferpunkte wäre vielleicht ganz interessant. Was können wir denn noch machen? Wir können ihr noch ein paar Punkte geben. Gespür, Wahrnehmung, Geschick. Und sie soll ziemlich auf Gespür gehen. Genau. Ausdauer und Stärke nehmen wir weg. Dann kann sie sich hier noch ein bisschen mehr austoben, damit sie auch ihre Handwerke gut hinkriegt. Jetzt hast du noch so viele Punkte übrig. Die behält sie jetzt auch erstmal. Kann später noch verteilen. Perfekt. Damit habe ich sie auch im Gefolge. Damit haben wir jetzt 7. Sollen wir noch welche mitholen? Ich glaube, ich lasse mal noch einen Platz offen für potenzielle Mitläufer. Und wir holen noch eine Dame mit. Die hatten wir schon, haben wir auch schon. Wen nehmen wir denn da?
schwierig. Wir nehmen hier die Narbenbesetzte. Hier ist jetzt eine schöne Narbe. Ansonsten vielleicht einen anderen Namen, den ich aussprechen kann. Jora. Jora kann ich aussprechen. Das kriege ich hin. Jora. Komm mit, Jora. Jetzt ist wieder die Frage, was brauchen wir? Brauchen wir noch jemanden, der Bogen schießen kann? Falls Ketil und Loki mal wieder ausfallen. Also Loki kann ja nicht ausfallen. Brauchen wir Handwerker, Krieger, Stangenwaffen wie Nefia? Wir könnten hier mit der Dänenaxt losgehen. Ich glaube, sie kriegt die Dänenaxt einfach aus der zweiten Reihe zuschlagen. Soll sie auch Fernkampf können? Ich glaube nicht. Betäuben klingt gut. Blöße vorhersehen. Klingt, glaube ich, auch ganz gut. Nehmen wir mal mit für sie. Lähmen. Zwei Waffen ist nicht so toll. Tritt. Wir könnten ihr Tritt bringen. Bringt das was? Weiß ich nicht. Ich bin da so unentschlossen. Führung habe ich auf einer anderen Position liegen. Wir könnten nochmal moralische Unterstützung und Fallen entdecken. Vielleicht macht sie dann unsere Scout-Dame. Okay, sie braucht eine andere Nationalität, um Fallen zu stellen. Oder mehr Gespür, um Heilung zu machen. Es ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, ihr Heilung beizubringen. Einfach, dass Roskva auch ein bisschen entlastet wird auf dem Kampffeld. Segnung, da bräuchten wir Christen an Bord, glaube ich. Oder irgendwelche Priester. Tüftler, habe ich Tüftler? Tüfteln. Was kann ein Tüftler? Um neue Verbrauchsgüter herzustellen. Ich glaube, ich habe nicht so viel Tüftler, also nehme ich das mal. Sie braucht... Blutrausch ist nicht so toll. Ausweichen und entgehen. Entgehen braucht sie auf jeden Fall. Da sie ja eine Zweihandwaffe hat und damit kein Schild. Gunst des Schicksals holen wir einfach mit. Opportunist. Gelegenheitsangriffe bringen Benommenheit beim Gegner. Ruhige Hand wird ja nichts bringen. Läufer, mehr Bewegung, dickhäutig. Waffe hat sie gelernt. Tüfteln hat sie gelernt. Den Rest verteilen wir später. Sobald sie irgendwo mal ein paar hundert da zusammen hat. Ach, ich muss noch mehr Attribute verteilen. Ist ja klar. Sicher. Gewiss. Was könnte sie noch gebrauchen? Gespür kriegt sie noch. Und sie kriegt... Stärke und Wahrnehmung braucht sie eigentlich auch. So, so ein Allrounder-Talent bestätigen. Gleichgültig sind natürlich unsere Neulinge, genauso wie Aslife ebenfalls gleichgültig uns gegenüber eingestellt ist. Ich werde trotzdem mal die Neulinge mitholen. Ich weiß, ich bezweifle einfach mal, dass wir hier in einen großen Kampf reingeraten. Aber mal dabei haben, ein bisschen rumführen, ein bisschen zeigen, was sie können. Und sie dann schon mal ordentlich positionieren. Auch von der Gesinnung her mal rausfinden, wie sie ticken. Na, sind das solche Leute, die,
irgendwas gegen mich haben. So, in der nächsten Folge werden wir nochmal mit ihm reden und werden uns Söldner einkaufen. Wow, wir sind echt gut entlohnt worden für das Töten der Riesen. Nicht schlecht. Gut, in der nächsten Folge neue Söldner anwerben und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.